Hallo und herzlich willkommen zum Geschwätzblitz. Ich begrüße unseren Gast, ja, Nikolas. Schön, dass du es einrichten konntest. Ja. Kurzfristig hat sich bei mir eine kleine Planänderung ergeben, deswegen bin ich heute doch hier. Wir spielen trotzdem unter meinem Namen. Vielleicht pusht genau. Das ja so ein bisschen meine Zahl mal wieder. Vielleicht, das liegt aber auch einfach daran, wir wollen jetzt ja nicht die totale Verwirrung stiften, denn wenn man auf der Seite das jetzt anklickt, geht das überhaupt während wir so, oh, ist das nicht was wir... Ja, jetzt sehen wir uns gleich nochmal im Hintergrund. Ja, cool, ne? Da ja, auf jeden Fall steht hier dein Name, deswegen fordern dich die Leute heraus und ich bin einfach mal... Du bist Gast heute. Genau. Darfst aber trotzdem dich aktiv mit einbringen. Okay, dann mache ich das mit dem Zufallsgenerator. Wie ist das? Okay, dann die 15 zuerst. Gerade sind 17, also die Nummer 3 von unten, wenn wir ganz schnell sind. Hier. Ja, ich bin wow. Ja... Wow. Was? Ja, das war jetzt so schnell, da konnte gar keiner jetzt nachprüfen, ob du uns naja, nicht alle naja, aber es waren veräppelt. 17 Challenges ja. Da und so. Ja, dann mach doch mal. Ich mach mich bereit, eure Eröffnungswünsche zu notieren. Ich muss nur irgendeinen Schmierzettel finden. Sonst Tipps aufs iPad. Wir sind ja hier digitale Transformation und so. Ach, das mag ich aber nicht. Aber du bist nicht so modern, manchmal ja? Schreibe ich auch einfach gerne per Hand, aber es ist in Ordnung. Kriegst du das an? Ja, du hast neue Pins. Nein. Bei einem Pinterest. Steht hier. Ach so. Ach okay. So, ich dachte Pin im Sinne von Passwort. Nein, 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 nein. Okay, der Graf wünscht sich, erstmal hier muss ich so eine neue Notiz erzeugen. Kriegst du es hin, aber bitte nicht die bestehenden na. Überschreiben. Abbrechen. Ich glaube, das Ganze hier nur noch um Stunden an. Schreibt also nicht so schnell, okay? Ach, wie soll ich denn da auch eine Tabelle auf die Schnelle erzeugen? Die Kunst des iPad-Bedienens eingeführt werden. Drachen, Neidorf. Oh, wie nee, das gefällt das mir jetzt irgendwie hier nicht. Nochmal. Colorado. Was war das denn nochmal? Der Eröffnungswunsch Grobsangriff, der hält sich wacker über mehrere Geschwätzblitze hinweg. Aber haben wir das schon mal geschwätzt? Achso, erstens Gehfehler haben wir uns schon mal geweigert. Ja. Oder du. Ja, ich. Du hast gesagt, so ein Quatsch kommt dir nicht aufs Brett. Ja, kommt mir gar nicht in die Tüte. Grünfeld. Okay. Tippe ich das mal hier mit dem iPad ab. Gründelnd hat er daraus gemacht. Autokorrektur, sehr gut. Also heute kleine technische Schwierigkeiten. Katalanisch. Volga Gambit. Volga. Ja, ist jetzt natürlich nicht nach Schwarz und Weiß sortiert. Ah ja, ja, da muss ich ja dann immer noch... Filtern, kannst du nicht oben weiß und schwarz oder so? Nein. Colorado ist von Haribo, ja, das sehe ich eigentlich auch so. Veresov. Oh, vertippt. Ich weise dezent darauf hin, dass ich mehr Zeit habe. Versorgung will der daraus machen. Jetzt nimmt das hin. Black Madima. Blackjack. Das mit dem iPad ist eine ganz schlechte Idee gewesen. Naja, wenn du nicht vorbereitet bist, ich kann dir aber hier Ceva anbieten. Zum Draufschreiben? Mhm, ja. Ich glaube, ich verzichte. Erzähl ja. Doch lieber mal was zu deiner Stellung gegen Jan Torrent. Also, es war schottisch. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich die Eröffnung überstanden habe. Und dass ich mehr Zeit auf der Uhr habe. Und ich finde meine Stellung eigentlich auch noch ganz gut. Weil der Springer da auf G4. Der hat jetzt nicht so die größte Wirkung, ne? Ja. Kann zum Beispiel Läufer E2 als nächstes machen mit Entwicklung. Mit Tempo entwickeln. Oder Springer D5 könnte vielleicht auch mal noch gut sein mit Tempo. Alles angreifen.
Jetzt kann ich mich gar nicht entscheiden, was ich zuerst mache. Dann mach Springer D5 muss er ganz zurück. Ja, ne? Aber dann kann der Springer auch wieder auf ein gutes Feld zurück. Achso, das heißt, ich mache erst den mit Tempo und dann den nächsten mit Tempo. Genau. Die Reti-Larsen-Variante. Reti-Larsen ist Springer F3 im ersten und dann B3, oder? Reit. Reit macht er. Ach, Mann. Die Digitalisierung, ja, bei uns noch nicht angekommen. Bei dir? Du kannst ja jetzt nicht von dir auf mich schließen. Ich schreibe einfach gerne mit Stiften auf Papier. Das hat irgendwie was. Und Glückwunsch an Nick, der heute den Pokal gewonnen hat. Also ich überlege gerade an F5. Das ist immer so eine zweischneidige Sache, weil dann ich das Feld E5 aufgebe. Aber ich drohe dann auch mal so Sachen. Ich könnte er wird F6 machen, denke ich mal. Ja, aber dann kann ich ja mit G4, G5 angehubbelt kommen. Dann hubbel doch mit dem auch so an. Aber wo ziehe ich meine Dame erstmal hin? Nach D3 oder so? Oder C3? D3. C3 gefällt mir eigentlich, weil sein Plan ist ja ganz klar, B5 zu spielen. Gekonnt, verhindert. Schön. So, vielleicht hängt der Chat ein bisschen. Achso, nicht heute, gestern. Gestern hat Nick einen Pokal gewonnen. G4 kann geschlagen werden, ist aber nicht schlimm, schätze ich einfach mal so ab. Weil dann Springer F6 und solche gemeinen Sachen gehen. Turm E1, oder? Ja, bereitet G5 vor. Das kann jetzt noch weiter vorbereitet werden. Okay. Ja, Schwarz braucht ein bisschen länger, um einen möglichen Königsangriff zu initiieren. Was ja aber erstmal nicht schlimm ist, sollte meiner nicht durchschlagen. Aber ich hoffe einfach mal das Beste. So, Bauer. Ein Turm oder mein Bauer? Das war richtig krass. Keine Zeit für lange Entscheidungsgrübeleien. Na gut. Tempi sind wichtig im Angriff, habe ich mir sagen lassen. D4. Oder G5. Ja, den wollte ich zuerst machen. Dann okay. Hast du mir auch noch andere Optionen aufgezeigt. Ja. Sind Schachbegriffe nicht das Erste, was man einem neuen iPad also beibringt? Also neu ist das iPad nicht. Das hat schon sehr viele Geschichten erlebt. Es ist halt Melanies. Und allgemein... Es war meins aber kennt, davor deins. Ja, aber okay, nein, ganz allgemein. Meins kennt auch keine Schachbegriffe, weil ich selten Eröffnungsnamen abtippe. Was ist, wenn du erst G5 machst? So mit der Idee... Ach so, dass ich auch noch Springer F5 habe. Mhm. Und vielleicht auch gar nicht den Springer da reinsetzen, sondern über F5 deinen Angriff verstärken. Ne? Hm. Jetzt würde ich ja mit dem H-Born wieder nehmen. Ich würde aber gerne gleich direkt matt setzen. Das wird gleich matt. Jetzt ist so, jetzt Springer F5 sehr gewaltsam. Mhm. Ja. Ja? Sieht gut aus. Sieht gut aus, auch nach weiterer Betrachtung. Sieht das gut aus, wie ein Angriff auf Dame und auf G7. Ja, die Aufgabe kommt, glaube ich, gerechtfertigterweise. Irgendwie bin ich heute ein bisschen träge. Ich muss mal ein bisschen... Ich habe entweder zu viel gegessen oder zu viel nach Teppichen recherchiert oder beides. Gleichzeitig. Wolltest du noch ein Wort zur Partie verlieren? Aber nur eins. Ja. Juhu! Okay, machen wir weiter. Na, wir können auch noch kurz gucken. Ja, ich glaube... Auch gegen die 20. Springer G4 habe ich zwar schon mal gesehen, so als Idee gegen die Variante, aber mir war das damals schon nicht ganz klar, warum man den macht.
Der hatte sich da ein bisschen verlaufen und dann kam mein Angriff so mit Tempo ins Rollen. Läufer E2 mit Tempo, Springer D5 mit Tempo, G4 mit Tempo. 20. Alles mit Tempo. Alles mit Tempo gegen Simple Simpson. Okay, und ich habe hier diese digitale Liste vor mir liegen. Und die hat sich gewünscht, zum Beispiel Neidorf und Drachen. Du kannst doch Drachen. Erzähl mal ein. Ich kann höchstens beschleunigten Drachen. Das ist ja was anderes. Das zählt nicht. Und das ist jetzt schon kein beschleunigter mehr. Aber normaler Drachen. Ja. Oder Neidorf. Neidorf, abgehakt. Okay, ich mach das mal mit E5. Ja, Graf. Also, beim Bauernangriff gilt so wenig wie möglich, so viele wie nötig. Was bedeutet, wenn man kann, möglichst mit ganz wenig Bauern angreifen, weil das ja auch immer Zeit verliert und eine Schwächung der eigenen Stellung verursacht. Aber manchmal braucht es dann halt doch ein paar mehr, um die gegnerische Stellung zu schwächen. Da muss man dann halt immer gut abwägen, was die optimale Menge an Bauern ist. Jetzt in der letzten Partie bin ich ja mit allen vorgestürmt. Das war aber nicht weiter tragisch, weil erstens hatte ich genug Zeit, weil der Gegner ja noch gar keinen Angriff initiiert hatte. Und zweitens war es auch keine große Schwächung, weil mein König nicht dort stand und die Bauern auch nicht so angegriffen werden konnten. So, ich ziehe einfach mal so die Sachen vor. Die einzige Frage in der Partie bisher war das wirklich gut auf F4 zu nehmen oder nicht? Aber der D6 ist selbstverständlich rückständig, aber das ist hoffentlich nicht so schlimm. Vielleicht ist das Feld D5 unangenehm, aber das hast du ja eigentlich ganz gut kontrolliert. Nur dein Springer wird ja früher oder später vertrieben werden. Das ist wohl so. Und das dann? Ist wohl so. Dann gönnt er sich das Feld. Kann er haben. Was war das Neidorf? Ja, das war Neidorf. Aber atypischer Neidorf für dich. Von dir nicht. Oder von... Hauptsächlich von mir. Simpson. Zuerst von mir. Oh, hier kommt eine schachliche Frage, wie viel wir trainieren und was sinnvoll ist. Also sinnvoll ist sicherlich regelmäßig zu trainieren, was gar nicht unbedingt immer viel sein muss. Also ihr müsst jetzt nicht jeden Tag 3 Stunden machen. Aber wenn ihr zum Beispiel so als Lückenfüller regelmäßig ein paar Taktikaufgaben macht, dann bringt das auf jeden Fall schon was, weil man dann einfach regelmäßig dabei ist und quasi nicht einrostet. Und wie viel wir machen? Unterschied. Naja. Mal so, mal so. Aber also ich versuche schon jetzt seit einem Jahr wieder etwas mehr zu machen. Davor ist es auch ein bisschen weniger geworden durch Arbeit und so. Aber so das letzte Jahr hat eigentlich ganz gut geklappt, so im Schnitt eine Dreiviertelstunde pro Tag zu machen. Damit war ich schon ganz glücklich. Aber mehr wäre natürlich immer besser. Und wie komme ich hier jetzt mal voran mit meinem Angriff? Irgendwie einfach mal versuchen, Felderschwächen hervorzurufen. Ich kannst du da auch dann mal rein... Knüppeln? Vielleicht. Dein Läufer ist ein bisschen... Vielleicht kannst du den... Na gut, mit G6, das ist auch immer so eine Sache, weil da bietest du ihm ja auch Angriffsfläche. Das ist richtig. Oh, jetzt kommt er aber. Oder? Das habe ich nicht so ganz verstanden, den Zug. Naja, er möchte halt hier seinen Springer reinmachen. Aber was bringt er denn da? Nix. Soll ich trotzdem mit dem D holen? Und der Läufer, dann kannst du wirklich gleich auf B2 schlagen. Naja, gut. Oder auf C6 droht er dann auch gleich. Und hier drohe ich noch ein bisschen mit der Dame rein zu flutschen. Ist doch voll schön, jetzt ist dein Läufer endlich. Das ist doch eine Einladung. Das
So, wenn er nimmt, kannst du auf C6 nehmen, ne? Wenn er nicht nimmt, dachte ich, mache ich G6. Ja, wir spielen heute unter meinem Namen, weil das eigentlich anders geplant war. Eigentlich wäre Nico heute nicht da gewesen. Aber ich habe ihn als Gast zu meiner Show heute eingeladen und er hat freundlicherweise zugesagt. Vielen Dank dafür. Bitteschön. Und weil das jetzt ja schon so angekündigt war und das auch dann als Melanie Lubbe angekündigt ist, wollten wir euch nicht verwirren, aber vielleicht verwirren wir euch so noch mehr, als wie man es macht. Ja, aber vielleicht kann ich auch ein paar Elo-Pünktchen dazu gewinnen. Dachte ich, mache ich Turm B8 und so ein bisschen Druck. Wir haben ja gelernt, verschiedenfarbige Läufer, Bauern sind nicht so wichtig. Wo hast du das gelernt? In der Lernstunde habe ich das gelernt. Denn Angriff ist viel wichtiger. Angriff und Initiative. Nehme ich erst da. So, nehme ich jetzt den Läufer oder erst auf B2? Ich würde den Läufer nehmen. Na gut, deine Verantwortung. Ja, wieso? So, Bauer. Jetzt, ja, hätte ich gesagt. Wenn er dort keine Unterstützer mehr kriegt, habe ich kriegt ihn. Kriegt er ja, aber. Kriegt er, okay. Er ist ja auch schon unterstützt. Und danach kannst du ja dann vielleicht auf B2 ja auch mal nehmen. Mhm, und dann da mit D3. Mhm. Muss mal gucken, B5 vielleicht. Du meinst, ich sag das immer ein bisschen spät? Nee, gar nicht. Naja, erstmal einen Schach geben, das sorgt gucken, für Verwirrung. Könnte ja matt werden, ne? Aber so ganz glücklich. War das jetzt vielleicht nicht. Geben wir mal noch einen Schach. Ach, ich hatte mit dem Turm Schach. Ne, dann kam Turm C2. Stimmt, das habe ich nicht. Achso, und jetzt komme ich da einfach nicht voran, oder was? Geben wir mal noch einen Schach und denken nochmal drüber nach. Materialverhältnis geht so. Naja, also wenn man nur das Material zählt, ist glaube ich für ihn schon besser, aber mit in Kombination mit der Wirkungsweise der Figuren und so und seinem König müsste es eigentlich ja trotzdem gut für dich sein. Aber vielleicht auch nicht so einfach. Das vermute ich fast auch. Wird schon. Bin auch optimistisch, zumal du ja ganz gute Zeit hast. Springer D1. Dann muss ich auf Turm C8. Wollte ich einfach hier nehmen. Achso, ja stimmt. Das B1-Feld ist ja noch kontrolliert. So, ja. Das war schlau, dass er dort nimmt, muss ich sagen. Ja. Mit denen erlauben? Wer weiß. So, jetzt musst du hier auf den schwarzen Feldern matt werden. Ein paar Schachs. So, dahin. Dahin und abducken. Oh, ja, 38 Punkte.
Ja, unser Gegner hatte auch, also ich habe, erstens habe ich ja so wenig und zweitens Ach hatte so. er recht viel. Da freut man sich dann wenigstens mal, ne? Bei uns, wenn wir mit unserem Account spielen, kriegen wir immer nur ein Elo dazu und verlieren immer 25. Ja, das stimmt. Okay, ja, das nehmen wir auf F4 am Anfang. Also, ich glaube, erst hat er das ein bisschen, glaube ich, atypisch gespielt mit H3, F4. Und vielleicht hätte ich sofort D5 spielen sollen, das wäre vielleicht normaler gewesen. Ne? Und naja, wenn er E5 spielt, vielleicht kann ich dann einfach Springer E4 machen. Naja, aber nach dem Nehmen, weiß nicht, so richtig dolle gefällt es mir auch nicht. Schlecht ist es wahrscheinlich aber auch nicht. Also nicht. Und ansonsten, was für eine Frage, warum nicht Springer C5 statt Turm D8? Wann habe ich den gemacht? Hier. Achso, Springer C5. Der sieht auch nicht schlecht Ja. aus. Aber was mache ich auf den? Ach so, jetzt ist Na, alles das Schach kann. gefesselt. Achso, den kann ich nehmen. Ja, ist ja cool. Auch nicht verkehrt. Ja, vielleicht wäre der noch besser gewesen. Ja. Guter Tipp. Okay, dann machen wir weiter, oder? Und zwar mit der 16. Oh, immer so viel zählen. Okay, 3, 6, 9, 12, 15, 16. Eilis Trä. Ich glaube, er hatte sich das Halloween Gambit gewünscht. Das Wie könntest ist du ihm das mal jetzt nochmal? erfüllen. E4. Ich fange mal an, ich versuch's, ja. E5. Ja, also. Ne. Gut, Sich dann das nicht. Der wünschen, aber gute selber Wille kein war da. E5 spielen, wenn das denn war. Ich glaube es nur. So, wir haben hier einen Karo-Kann. Oh, das stand aber. Siehst du, und die Wunschliste hier, die schaltet sich einfach mal ab zwischendurch. Doch nicht die ganze Zeit, du Meckerfritze. Oh, ich bin dran. Neidorf. Und dann schreibe ich jetzt über alles oder dahinter. Erledigt. Ja, oder streichst du durch? Nein, kann ich ja nicht. Doch. Da gibt es Also auch löscht. technische Möglichkeiten für. Bestimmt. Okay, was haben wir sonst noch so? Karo Kann steht nicht drauf, aber hättest du erledigt. Nee, ja, nicht mit weit. Also. Ach, der Fakes Gambit hat sich das gewünscht. Ich dachte irgendwie, Eilis Trä hätte sich irgend. Aber irgendwas hat er sich auch gewünscht. Naja. Wir wissen es nicht. Warum wir den Zufallsgenerator benutzen, damit es fair ist. Weil wir merken das ja selber schon manchmal, dass wir irgendwie denken, wir hätten gegen jemanden schon mega oft gespielt. Aber das ist vielleicht gar nicht der Fall, weil er oder sie einfach nur sehr aktiv im Chat ist oder was auch immer. Also Ja. man hat da ja keine objektive Wahrnehmung, wie oft jetzt jemand schon dran war oder wie oft auch jemand teilnimmt. Das sieht man ja auch nicht, wenn jemand zum Beispiel regelmäßig mitmacht, aber nicht chattet. Dann wäre es ja auch unfair, ihn dann aber nicht so dran zu nehmen zum Beispiel. Jetzt gedacht, Maus König B1 oder so einfach. Oder droht da irgendwas? Nee, tut nichts, aber damit zwei ist eine typische Idee. Na siehst du. Hättest du den mal gemacht. Zeitumzug. Wir haben Colorado draufstehen, Anne, aber. Wir bräuchten vielleicht auch noch einen Zufallsgenerator für unsere Eröffnungswünsche. Wie du manchmal mir einfach nicht zuhörst, Doch, ich hab zugehört. dann Ich musste ja aber erstmal darüber nach 30 nachdenken. Sekunden. Achso, du musstest erstmal abschätzen, ob das jetzt ein müdes Lächeln wert ist oder Nee, nicht. ich habe erst mal überlegt, wie sich das Ganze technisch umsetzen ließ oder wie das aussehen würde. Boom! Schreck mich doch nicht so Mach ich doch gar nicht. mit deinem unkontrollierten Gezucke hier. Denke ich ja, ich stelle was ein. Nee, das war eher ein. Wow! Würde ja Nehmen gerne und jetzt hier D4? doppelt reinhauen, aber
Was? Nehmen und dann G4. Ach so. Ich werde halt, weiß nicht, wenn er F5 macht, der Springer ist doch schwer da zu vertreiben. Das könnte ein bisschen störend sein. Aber das ist auch ein typisches Opfer. Ja. Tja, was macht man da? Oh, was haben wir beide eigentlich für den Valentinstag geplant? Hey, du bist ja gar nicht da und ich treffe mich mit meinen Mädels. Ist wirklich so. Ja. Ja, TDL, wir können uns da zusammensetzen. Ich fange nämlich morgen auch meine Studienarbeit an. Da können wir zusammenschreiben. Und es nimm doch auf C5 oder so. Nein. Ich habe entschieden, ich gehe vollstes Risiko. Verstehe. Oh, hä, aber ihr studiert nicht an der gleichen Uni, oder doch? Glaub nicht. Wo studierst du TDL? Das wäre eher witzig. Kriegt man dann auch, kriegen mehrere das gleiche Thema? Kann das passieren? Mm-mm. Eigentlich nicht. Das ist nur bei Hausarbeiten so. Ach, dann ist Herbert TDL hatte doch gerade erst Examen. Ja, und das ist ja aber auch der normale Gang der Dinge, du direkt nach den Examensprüfungen erstmal deine Studienarbeit eben schreibst. Nur du hast das etwas ausgedehnt. Ja, ich habe diese Phase etwas ausgedehnt. Noch etwas mehr genossen, ja. Ja. Erstmal auf Ergebnisse warten und so. Ja, was machst du denn jetzt? Auf H7 schlagen, auf C5 schlagen, dann Turm DG1. Was hältst du von meiner Idee? Was war deine Idee? Auf H7 schlagen, auf C5 schlagen und dann Turm DG1. Das tauscht schon so viel ab. Ja. Ah ja, hat erst nächstes Jahr Examen. Na klar. Ach so, das waren in Anführungszeichen normale Klausuren. Wahrscheinlich dann, oder? Du hattest doch letzte Woche geschrieben, oder? Irgendwas hatte er. Strafrecht am Samstag. Und hat dann nämlich noch gesagt, dass er die immer am Samstag schreibt. Ach so, wenn er die immer am Samstag schreibt, dann war das wahrscheinlich für einen Klausurenkurs oder so. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Aber er leuchte uns gerne. Das interessiert uns nämlich sehr. Okay, es gibt ja Möglichkeiten. Wieso das? Nö, nee, dann kommt er doch hier mit Tempo. Und dann kommst du nach D4 mit Tempo. Gerade war aber deine Idee noch Turm G1. Ja, wenn er mit dem Springer genommen hätte. Du darfst deine Ideen nicht so wechseln wie deine Unterhosen. Einmal am Tag. Ist okay. Ich dachte, was? Ach so. Na gut, okay. Ich verstehe, Melanie wahrscheinlich nicht, aber das macht nichts. Okay, dann viel Erfolg bei deiner Studienarbeit. Von mir auch. Jetzt haben wir uns aber, ja, aber ich muss das, glaube ich, korrigieren. Also Pralinen-Liebhaber bin eher ich. Nico steht gar nicht so auf Pralinen, oder? Du isst sie zwar trotzdem immer alle weg. Ja. Aber, oh, ich will hier reinschlagen. Ich will es. Aber ist es gerechtfertigt? Wahrscheinlich. Anna hat mit Colorado ein 1800er abremisiert. Ja, aber du kennst auch die Theorie zu Colorado, diesem äußerst guten, weiß ich nicht was, Gambit, wenn genommen wird. Wir nicht. Deswegen am besten oder am liebsten spielen wir Öffnungen, die auch sonst... Jetzt aber. Ja, dann gönn dir. Aber ich bringe mich mit sowas immer selber. Mit H6 stehst du wahrscheinlich einfach auf Gewinn, ja, oder? Ja, recht hast du ja. Ich muss ja aus meinen Fehlern lernen. Ich habe schon so oft sinnlos irgendwo was reingehauen, einfach weil es schön aussah. Ja. Hallo an Jessin. Schön, dass du dabei bist. Hallo Jessin. Oh, was für... Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also... um was zu sein, um zur deutschen Spitze zu gehören, um zur Weltspitze zu gehören, um... 2,5.
sagt der Graf, ja, das ist schon. Das sollte schon sein, ja. Also wir können ja mal sagen, was hatten. Wir hatten, glaube ich, ungefähr gleich viel Elo, als wir 15, 16 waren. So 2, 3 hoch. Nicht? Jetzt hier, oh, ich muss mich jetzt langsam doch mal hier auf meine Zeit konzentrieren. Ich glaube, ich hatte so. Hatte ich 2, 3? 2,70? Weiß ich nicht mehr genau. Also ich glaube, oder nee, als wir 18 waren, hatten wir ungefähr gleich viel. Da hatten wir so 2, 3 hoch. Wahrscheinlich hatte ich dann so 2,250 oder so. Ach, ich weiß es nicht mehr. Das ändert sich dann ja auch so schnell. Ich muss sagen, Eili, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, geht schneller. Eili hat sehr gut gespielt eigentlich. Hat ziemlich lange gegengehalten, nur irgendwann ab der Stelle. Ja, das war vielleicht schon. Ja, wahrscheinlich Fehler. Muss man hier rausnehmen. Genau, so. Und dann muss man sich überraschen lassen, was so kommt. Ich meine, wenn du Turm G1 machst, F5. Ja, jetzt das dachte ganz ich vielleicht auf. Springer E5 oder so mal. Nicht, ob das konkret funktioniert, aber... Vielleicht geht es, aber also, wenn er nimmt... Also wenn jetzt die Dame noch nimmt, das funktioniert, glaube ich, nicht. Wahrscheinlich kann ich schlagen alles und Lauf erzählt mal. Genau. Und das sieht sehr gut aus. Naja, gut. Obwohl, achso, Springer G4, F3, Springer F6. Ah, ja, oh, und Schwarz steht auf Gewinn. Wow. Ja, so ist das. Hättest das mal gespielt. So, jetzt vielleicht mal nicht so viel abzählen. Naja, man muss ja nicht Springer D5 machen. Das stimmt. Er Springer E5. Ich weiß, dass du das meintest. 9, was muss ich? 12, 13. Der Mo. Mo 2302. Ja, das ist die Zahl. 2302, die sollte man haben mit 16. Okay, Mo. Was kommt jetzt auf? Oha! Panther macht hier eine Ansage. Rätilasen. In Realität, also ich meinte in einer realen Partie oder in einer Geschwätzblitzpartie. Oder in einem Boxkampf. Oder, ja, wollte ich auch gerade sagen. So, was haben wir denn jetzt hier? Das ist Rätilasen so in der Art. Wir könnten jetzt natürlich noch übergehen und Kolle Zuckertort spielen. So wie ein Weltmeister. So wie der Magnus. So. Gehen wir da hin. Hat man denn hier Vorteil mit Weiß? Bestimmt nicht. Aber vielleicht. Vielleicht kann ich was rausholen. Ein bisschen verwirren mit so Zügen wie Läufer B5. Hat nicht gut geklappt, gebe ich zu. Ist wahrscheinlich eher dich selber verwirrt oder mich im Zweifelsfall. Das war vielleicht auch nicht gut. Oh, mein legendärer Dame, mein Steller Nico hat doch mal legendär eine Dame eingestellt. Ach die doch, hier im. Angenommen. Da habe ich mit Weiß, habe ich Mora Gambit gespielt oder sowas. Oder Alapin? Ich muss erstmal. Eins von beiden abhalten. Und hab. Sag mir mal, wenn er spielt. Nehme ich weg. Nehme ich weg. Ja, ja, aber beim Boxen musst und du dich vorsehen. Erledigt. Eingeschrieben. Läuft. Okay, Stellung öffnen fürs Läuferpaar. Lediglich meine Dame fühlt sich noch etwas unwohl. Oh, das war natürlich nicht dumm von ihm. Ja, Läuferpaar soll man abtauschen. Lernt ja. Man auch in der Lernstunde. Aber dann werden wir trotzdem versuchen. Die Idee ist jetzt, wenn er nimmt, nehmen wir zurück, dann ist der B7 so ein bisschen weich.
Und wenn er B6 spielt, dann könnte der Läufer auf dieser Diagonale stärker. Na, wir müssen jetzt diesen Läufer mal in Szene setzen. DDL, ich vermute, ich habe schon mehr Damen in meiner Geschwätzblitz-Karriere eingestellt. Als gegen ihn, oder? Naja, ja, mehr als eine. Also, ja, bestimmt. Das kommt halt vor, ne? Ist halt auch nur eine Figur, die man mal einstellen kann. Ja, ich würde sagen, hier in dieser Stellung ist Läufer F besser als Gegenspringer. Lasst uns etwas produzieren, was wir morgen in der Lernstunde verwenden können. Läufer besser als Gegenspringer? Läufer besser als Springer. Ich habe noch ein Gegen gehabt. In dieser Partie. Lass uns etwas produzieren für morgen. Ich produziere. Okay, geschnabuliert. Aha, dann nimmt er raus. Okay. Hallo, Ramon. Oder Ramon. Wenn du jetzt noch das R rollst. Hab ich versucht. Es geht nicht besser. Okay. Machen wir den nicht. Der ist ein bisschen riskant, ne? Und bringt gar nicht mal so viel. Machen wir mal G3. Die Bauernstruktur anpassen, damit dieser Läufer möglichst viel arbeiten kann. Und jetzt hüpfen wir da rein. Es droht was. Obwohl, vielleicht droht es. Na doch. Weil sobald dann Springer E5 kommt, kann man ja den Läufer einfach wegziehen. Du hast mich verstanden, oder? Nein. Oh Mann. Ich bin gerade gedanklich noch in einer Variante gewesen, aber ich höre gerne zu. Ist droht vielleicht? Ich höre gerne zu, sobald ich mal wieder nichts denke, oder was? Ja, ist jetzt der Fall. Ja, ist droht, Springer, ich lege B7. Und dann hatte ich erst gedacht, okay, Springer E5 könnte dann noch fies sein, aber ist er ja gar nicht, weil dann ist mein Springer ja wieder gedeckt. Nicht fies. Direkt Springer E5, okay. Können wir jetzt den vernaschen? Das ist aber riskant. Turm D7, was war's denn? Gibt's einen Schach auf dem Dach? Achso, Springer C8. Ja, das Feld habe ich mir jetzt nämlich freigeschaufelt. Für ein Schachgebot. Irgendwie ist die Ansicht so ein klein bisschen anders als sonst. Ne? Man sieht gar nicht hier unsere ganzen Figuren, die wir haben hier unten. Hä, hat man die sonst gesehen immer? Bestimmt. Doch, aha. Der Standard war so. Nee, ungefähr. Man hat sonst die Namen nicht ganz gesehen. Ach, ich weiß auch nicht. Wir lassen es so. Mir ist das irgendwie noch nie aufgefallen, dass man da Figuren gesehen hat. Aber ich habe auch gelernt, man soll die Figuren immer auf dem Brett und nicht neben dem Brett zählen. Das ist das Erste, was man als Ja, Kind weil lernt. Vielleicht hat irgendwie das Nachbarbrett was dazugestellt. Und dann ja, oder weggenommen. Durch. Dame. So. Und dann denkst du die ganze Zeit, du hast einen mehr. Wenn ich da jetzt einen Schach gebe. Obwohl, ich kann doch auch einfach den schlagen. Das ist, glaube ich, das Sicherste. Weil sonst verirren sich die Figuren vielleicht noch. Das ist ein Argument, ja. Mach ich nicht so gerne, ne? Aber was? Mach ich überhaupt nicht gerne. Der ist mir echt zu aktiv. Du kannst jetzt. Doch. Mach doch A3 oder irgendwas. Na, kommt hier gleich noch mit seinem Springer reingejuckelt. Ja, aber wenn er auf da schlägt, das stört ja keinen. Und dann machst du irgendwie mit Tempo dennoch. Ja. Ja, es ist doof gelaufen. Würde ich mal behaupten, ne? Mach doch A4. A4, A4. Und wenn er nimmt, dann machst du F4. Oh, was für ein Trick.
Na, das ist natürlich einsame Spitze. Okay, und jetzt dann halt noch weiter vor. Hä? Ja, und irgendwann ist ja auch nicht mehr schlimm, wenn du den, aber du kannst vielleicht den Ich kann sogar. aber den D-Bauern nicht halten. Ach, nein, kannst du nicht. Könnte jetzt. So, wie geht's jetzt voran für uns? Ich versuche auf die C-Linie irgendwie zu. Ja, ich glaube aber nicht, dass das groß erfolgversprechend ist. Aber wieso? Du kommst ja auf jeden Fall irgendwo rein. Ich glaube, wir können A7 nehmen, oder? Das Schach ist nicht so wild. Naja. Man entkommt. Naja, mit dem Springer gibt es da kein schnelles Matt für ihn. Also. Und zurück. So. Okay, das ist ja nicht gefährlich. Jetzt läufst du einfach durch. Okay. Ja, sonst auch noch H4 im nächsten. Ist der Springer weg? Ja, auch Mo sehr, sehr gut mitgehalten. Also ganz gut gespielt. Auch dann mit dem Bauern weniger, aber ja, der Läufer war gut, ne? Aber ich fand, das war ein gutes Beispiel, auch um zu zeigen, wie wichtig Aktivität. Ja, mit dem Springer diese runden Punkte, ne? Wir haben C6, Ach so, B7, ja, das reicht das manchmal schon. Und dann schon. Meinte ich auch, wenn als Schwarz dann da plötzlich Gegenspiel bekommen hat, stand er dann ja plötzlich besser als jemals zuvor, so ungefähr, ne? Und dann dieser ja. nette Trick. Läufer E4 wäre wohl besser gewesen und auf F5 erstmal zeitweilig hier hingehen. Ja. Dann hätte man diese Probleme nicht gehabt, aber naja. Nee, Tormenspiele, da haben wir noch nichts zu produziert. Werden wir wohl auch nicht im Rahmen der Lernstunde, weil die beschäftigt sich ja mit dem Mittelspiel. Genau. So, ich zähle dir einmal die 9, 10 ab. The Unterminierer ist zurück. Was darf Dann ich spielen? Darfst du spielen Grünfeld. Wie geht das? Oder Volga Gambit. Oh, dann fällt mir die Entscheidung nicht zu schwer. Okay. Das kann ich zumindest oder zumindest ansatzweise. Ja, werden hier Videoserien von 2015 überarbeitet, falls Neuerungen kommen? Das ist immer ein bisschen schwierig. Eher tendenziell Antwort eher nein. Also bei Büchern kommen ja manchmal neue Auflagen, aber hier ist das sehr, sehr schwierig, weil die Videoserien werden ja auch in Hamburg aufgenommen. Und ja. Also die Antwort ist nein, brauchst nicht so viel rum zu labern. was macht man denn jetzt hier? Springer E4. Ja? Ja. Kennst du das? Nö. Aber Springer E4 ist bester Zug. Aber wieso? Was bringt der? Der steht doch da jetzt total nimmst du blöd. Auf C4 raus. Ja, aber jetzt kommt F3, E4 mit Tempo. Nein. Doch. Nö. Oder so mit Tempo. Wo gehe ich denn jetzt hin? Dachte, du machst Dame A5 Schach. Dachtest du dir so. Und jetzt G5. Nee, war nur ein Spaß, vielleicht aber auch nicht. Lass uns mal darüber nachdenken. C3 könnte auch interessant sein. C3 sieht doch lustig aus. Auch wenn der vielleicht nicht so gut ist, aber sieht was. Was mache ich denn auf B4? Habe ich Figur eingestellt. Na, kannst du auf D2 nehmen. Okay. Mach einfach mal Verwirrung stiften. Darf ich den erstmal ganz kurz rechnen? Was mache ich auf Dame schlägt E4? Ja, dann nimmst du wahrscheinlich auf D2 und hast nichts mehr. Aber du hattest Spaß. Ich kann mich gar nicht halten vor Spaß. Ja, siehste. Das war ja total bekloppt. Jetzt ist nichts von meinen Figuren entwickelt. Ich habe nichts mehr. Es kommt jetzt D6. Irgendwann vielleicht mal. Okay, jetzt nicht. Aber jetzt komme ich hier nicht mal zum Fianchetto. Für B7? Nein. Ich höre jetzt nicht mehr auf dich und vor allen Dingen hör auf, mir die ganze Zeit reinzuquatschen. Da kommt nichts Sinnvolles bei raus und ich verliere nur Zeit.
Ich finde, du stehst voll gut. Ich finde überhaupt nicht. Vor allen Dingen stehe ich jetzt ja gar nicht Wolga-mäßig. Ja, das ist doch schön. Eröffnungswunsch erfüllt und Wolga umgangen. Der D5 fängt übrigens auch. Dann könnte E4 kommen und dann für B7. Nicht gefährlich. Ich muss jetzt erstmal wieder das iPad entsperren. Die Datei ist aber noch geöffnet und dann Wolga als erledigt kennzeichnen. Haben wir sonst noch was erledigt? Was habe ich denn gerade gemacht? Retilasen, ne? Das habe ich während der Partie noch abgefrühstückt. Was mache ich jetzt? Ja, jetzt verteidigst du das irgendwie. Wie? Ja, B8 oder so. Das ist nicht dein Ernst. Oder du denkst noch andere Züge. Nee, ich kann jetzt nicht mehr nachdenken, weil ich wegen dir schon so viel Zeit verbraten habe. Jetzt hast du die ganze Zeit den Unterminierer im Bild. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ja, Rochade. Könnte man versuchen. Das wird auf A4 offen. Der gibt etwas Material zurück. Zugegebenermaßen. Hä, ich verliere jetzt gleich alles. Es kommt Turm D1. Ja, Rochade war vielleicht doch nicht so gut. Ne? Ja. Oder du gibst jetzt lieber die Dame. Und kannst du bitte einfach aufhören zu reden? Okay, dann schlage ich jetzt nicht mehr mit B6 dir sprechen. Vor. Jetzt nimmst du den Turm wieder. Aber mit was? Wahrscheinlich mit einem Läufer, ne? Das tue aber nicht so, als ob das geplant gewesen wäre. Doch, war geplant. Ich hatte mich Springer schlägt A4 gar nicht gesehen. Und erst danach. Und dann dachte ich, oh, auf D8. Das ist nicht so schön. So, jetzt habe ich ja einfach eine mega Verluststellung, dank dir. Spiel doch einfach König B8. Kannst du jetzt einfach mal still sein? Ich Nein. Doch, du machst es nur noch schlimmer, die ganze Zeit. Keine Ahnung, ist alles scheußlich. Ich weiß nicht, was du hast. Vom Materialverhältnis ist doch nicht so schlimm. Turm C8, den anderen Turm nach D8, das ist der C5 gedeckt. Wie soll er denn so einfach durchkommen gegen Turm und Leichtfigur? Naja. Ich brauche einen Maulkorb. Ja, auf gesagt, jeden nee. Fall. Du! Nein! Doch! Wenn du schlecht stehst, wirst du wütend hier und schiebst das auf mich. Werde ich zur Furie. Das ja, ist wie mit das. Dem Snickers, oder wie hieß die Werbung? Ja. Melanie, ist dein Snickers? Das wagt er nicht. Weißt du's? Nein. Ich habe keine Zeit mehr, das nervt mich. Und das ist nämlich auch nur alles wegen dir. Wo soll ich mit meinem Springer hin gleich? Oder für C7 machst du vielleicht? Keine Ahnung, ich muss schnell spielen. Nein, yes, wir haben noch nie von Teamarbeit gehört. So, wenn A5 kommt, nehmen auf D1, Turm D8. Was? Jetzt lieber still. Ja.
nicht das Allerschlimmste. Ja, T4 ist ja kein Schach. Nee. Turm D2? Naja, dann ist Dame C8 matt. Es bringt doch alles nichts. Weißt du, es nervt mich eigentlich gar nicht so sehr, wenn ich verliere, aber es nervt mich voll, wenn ich nur verliere, weil du mir irgendeinen Quatsch erzählt hast. Und das ist aber gar nicht passiert. Doch. Und du hättest die Stellung auch nicht verloren, wenn du danach mit mir weitergespielt hättest. Ja, das sagst du jetzt. Ja, das sage ich jetzt. Und dazu stehe ich auch, weil die Stellung war nicht so verkehrt. Aber dann hast du lieber gesagt, du willst wütend sein. Ja, zu Recht. Nee. Du hast mir einfach drei Züge hintereinander gesagt, wo ich eingestellt habe. Was denn? Das können wir jetzt gerne nochmal analysieren. Erstmal war das Ganze mit Springer E4 totaler Quatsch. Hier. Warum? Der hat mir überhaupt nichts gebracht. Dann war C3 totaler Quatsch. Da habe ich einfach einen Bauern wieder zurückgegeben für nichts. Dann war hier nächster Quatsch, lange Rochade, nach der ich total auf Verlust stehe. Okay, aber darf ich erstmal bemerken, dass diese Stellung, glaube ich, überhaupt nicht schlecht ist für dich? Ja, aber auch nicht gut. Hätte ja viel besser sein können. So, der war natürlich nicht verkehrt. Na gut, aber das ist schon ein bisschen strange, muss ich sagen. So, und jetzt ein super Plan, ja, wonach ich aufgeben kann. Also ich glaube, Läufer D8 wäre viel stärker gewesen, aber sagen wir mal ganz ehrlich, diese Stellung muss man nicht zwangsweise verlieren. Ja, aber da hatte ich ja nur noch eine Minute. Nein. Weil ich die ganze Zeit und mit dir diskutiert habe. Und dann hätte ich dir Pläne sagen wollen oder so, was man spielen kann, und du wolltest nicht. Ja, komisch, oder? Wenn du mich in diese Stellung gebracht hast, komisch, dass ich dann nicht mehr Pläne von dir hören wollte. Ich war das gar nicht. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Du jetzt, ich gebe dir auch ganz schöne Tipps. Ja, bitte. Oh, aber nicht anruckeln beim Zählen. Wie? Oh. Aha. Ich habe es auch gar nicht so gemeint. Das war jetzt gerade ausnahmsweise nicht mit Absicht. Ich weiß, aber du tust es trotzdem. Was haben wir, 11? So. Haben wir es geschafft zu zählen. Und jetzt kann ich gute Tipps erwarten. Ah ja, erledigt. Steht schon da. Oh, ist nicht da. Komm, ich will nicht nochmal zählen. Danke. Grünfeld. Ja, Colorado. Wenn wir sowieso jetzt verlieren, dann können wir auch so verlieren. Wieso hast du Angst vor meinen Tipps? Ja, wie macht man weiter so? Oh, der sieht vernünftig aus. Wenn ich jetzt D5 mache, kommt der D3, ist einfach gedeckt. Mach Springer E4, der war doch gerade auch schon super. Ich mache immer das Gegenteil von dem, was du sagst. So, Anna, ein bisschen Feedback geben. Ob ich das richtig mache. D5 nach E steckt F5. Ah ja, okay. Aber geht weiter. Und jetzt machst du tatsächlich Springer E4. Melanie hat das gesagt, also mache ich das auch. Ist mir egal. Melanie würde nie absichtlich mich in eine Verluststellung bringen. Genau so wie du das immer nur aus Dummheit machst. Mach doch E5.
Ja, was haben wir denn hier Schönes? Muss schon sowas kommen, oder? Gefällt mir nicht so gut, das Colorado bisher, muss ich gestehen. Ja, Anna hat auch E5 gesagt. Ihr seid doch verrückt. Ihr seid alle verrückt. Das ist Madness. Naja, du schaffst es auch ohne meine Tipps in eine schlechte Stellung zu kommen. Ich kann einfach nur zugucken und mich freuen. Wie deine Zeit hier weiter nach unten sinkt. Das ist es mir wert. Okay. Ja, da soll er hin. Läuft bei mir. Egal, was Melanie sagt. Ist das ekelhaft. Was? Wie du dich jetzt selber feierst, obwohl du überhaupt nichts erreicht hast. Doch, ich habe jetzt schon mal nicht wegen Springer G6 verloren. Was hätte passieren können? Und jetzt habe ich das den Bauern zurückgewonnen. Wenn man im Gambit den Bauern zurückgewinnt, dann hat man meistens schon eine Gewinnstellung. Ja, nur, dass du hier keine hast. Abwarten. Na gut. Der muss weg. Ja, die Gegnerauswahl erfolgt zufällig. Das ist korrekt. Okay, wo kommt der König hin? Was würdest du denn sagen? Ich weiß, du willst nur mein Bestes. Wo soll der König hin? Du kannst erstmal in dein iPad nochmal was eintragen. Mhm. Jetzt kommt ein sehr präziser Zug. Ja. Ach, Mann. So. Na dann wollen wir doch mal abhauen. Ich glaube, Sopiko hat ein bisschen was zur Taktik gemacht, oder? Hatte sie nicht immer so eine Taktik-Session? Ist sie nicht auch Miss Tactics? Yes. So, was wollte ich aufschreiben? Evans Gambit oder Evans Gambit, ich weiß nicht, wie das heißt. Die Stellung zu öffnen gegen den König in der Mitte ist natürlich eine schlaue Sache. Da kann ich nichts gegen sagen. Ja, wie gesagt, bisher bin ich nicht wirklich überzeugt, aber das lag auch sicherlich daran, dass ich das nicht so gut gespielt habe. Gerade hast du noch gesagt, sobald man den Bauern zurückgewinnt, steht man auf Gewinn. Tue ich auch. Ist ein bisschen viel, ne? Ja. Mach nur. Okay, okay. Wie kann ich weiter Verwirrung stiften? Ich muss Verwirrung stiften. Ich muss so machen. Hä? Der gehört dahin. Der war da schon zweimal in der Partie. Er gehört dort einfach hin. So, jetzt haben wir doch schon mal was erreicht. Ja. G6 will Anna irgendwie sehen. Ja, Anna, aber ich glaube, das kann ich mir nicht erlauben. So. Dein Läufer F8 ist echt ein Held. Kommt doch noch. Abwarten. Jetzt ist erstmal der König aktiviert. Ich den nehmen? Nein, den nehme ich nicht. Naja, wenn du das Aktivität nennst. Der König ist jetzt sicher. Ja, du hast auch gerade gesagt, aktiviert. Ja. Aktiviere. Das reicht ja, wenn die Figuren, die ich habe. Jetzt hast du gar keine aktiven Figuren mehr, weil du alle abgetauscht hast. Und wenn schon, na, auf B5 nehmen will ich nicht, dann kriegt er zu viel Abfuhr. Wessen Figuren sind ja, jetzt Gurken? Ja, Graf ist ein sehr guter Hinweis. Du bist ja nur mein Gast. Ich kann dich auch dezent der Show wieder verweisen. Oha.
Wir machen gleich mal eine kleine Werbepause und danach geht's weiter mit nur einem Stuhl. Ist die Frage mit den Turnieren an uns gerichtet? Also wir spielen als nächstes Grinke in Karlsruhe. Jetzt hast du es ja doch noch geschafft, dich zu entknoten. Ja. Was für eine Frechheit. Ich würde als nächstes Turm A8 spielen. Nicht? Tja. Ich weiß gar nicht, warum du jetzt so schmunzelst. Du versuchst mich jetzt so zu trollen, Beste. Aber es läuft nicht bei dir. Nur das Beste für meinen Mann. Ups. Na, was? Achso, danke für die Partie, hat er gerade geschrieben. Ja, gleichfalls danke. Schade. Traurig, aber manchmal muss man auch eine Niederlage hinnehmen. Tja, so ist das halt. Weil egal, was ein anderer reinzieht, der da in der Maus ist, der guckt, wie die Partie rausgeht. Nein, überhaupt nicht. Doch. Das sage ich das nächste Mal auch, wenn du wieder die Schuld auf mich schiebst, was du immer machst. Auch hier war es wieder eine knappe Kiste. Gelingt Melanie die große Ablenkung oder nicht? Aber nein, diesmal nicht. Ich glaube, der Damentausch war nicht so gut. Das hättest du nicht machen sollen, Kaito. Mach Dame B3 oder sowas. Und ich habe Probleme, mich zu koordinieren. Danach, hier nach dem Wiedernehmen, droht gleich was und ich komme raus. Also, einen Damen drauf lassen, wenn der Gegner, so wie ich gerade, Probleme mit der Entwicklung hat. Damen drauf lassen, angreifen. Was war das für eine Eröffnung, fragt er jetzt im Chat. Ja, das war ein Versuch vom Haribo Gambit oder so. Das lief nicht. Okay, 18. Okay, 6, 15, 18. Richard. So, ich möchte jetzt nichts hören. Nichts hören und nichts sehen. Von dir. Und ich. So, ich gehe jetzt in die erste Reihe. Ey, nicht wackeln. Was darf ich spielen? Ja, du hast doch das iPad. Aber Drachen ist noch offen, glaube ich. Darf ich auch beschleunigten Drachen spielen? Ja, wenn du die Zuschauer enttäuschen möchtest. Ich möchte nur dich enttäuschen. Okay. Also, Colorado erledigt. Volga erledigt. Also normalen Drachen oder was? Ja, wie du magst. Wie geht das denn nochmal von der Zugreihenfolge? Springer C6? Bestimmt. Nein, ich rede mit mir selber. Ja. Oder mit D6. Und dann geht. Jetzt sei doch leise. So, so, ich glaube mit D6, weil sonst wird es ja wieder beschleunigter Drachen. Oh, du kannst es trotzdem abhaken, ich habe es versucht. Ja. Das war an mich oder hast du es auch wieder dir selbst erzählt? Nein, das habe ich mir selbst erzählt, aber du darfst zuhören, wenn ich mit mir selber rede. Okay, nur nicht antworten. So, ich werde jetzt meinen Läufer 4 anschittieren und jetzt habe ich trotzdem eine Art Drachenaufbau. Jetzt? Achso, das hätte auch. Hätte es, aber das stört mich nicht. Kannst du jetzt wieder vor meinem Gesicht dich entfernen? Nein. Das ist ja sonst auch immer so, nur ein andersrum. Das stört dich dann ja auch nicht. Dass ich vor dir sitze? Ja. Siehst du mal, wie das ist, zweite Reihe zu sein. So, was gibt's im Chat? Turnierruf wird gefordert. Ja, das fordere ich auch. Panther fordert, dass ich dir bitte helfe. Nein, auf keinen Fall.
Okay, was mache ich mit meinem Springer? Der kommt solide nach G8 und da wird weiter geschaut. Verstehe. Lach nicht. Das ist ja untersagt. Oh, wenn Nico anfängt, mich zu kitzeln, dann kriegt er aber ganz aus Versehen den Ellenbogen da rein. Aber die Wasserwaage ist hinkomme. Nicht da. Also. Naja, dafür. Doch, ich sehe sie. Die oh ist Gott, in sie Reichweite. Ist wirklich in Reichweite. Also reiß dich besser zusammen, Freundchen. Naja, Kaffee habe ich auch nicht mehr. Ich spiele mit deinem iPad. Das ist aber rum. Nicht meine Schuld. 12% Akku nur noch. Ja, nichts dran rumspielen. Wo willst du rumspielen? Kannst du nicht lieber mal mit dem Chat reden? Würde ich, wenn ich den sehen würde, aber dein Kopf ist im Weg. So fett bin ich jetzt auch nicht. Dicke Leute haben auch keinen dickeren Kopf. Ich glaube, das ist recht unabhängig. Mein G8-Springer muss ich irgendwann mal wieder, aber vielleicht kann der nach F6 kommen. Ja, der ist eine Granate. Und dann dich hat keiner gefragt, und dann drohe ich B4. Und dann ist der E-Bauer weg. Bestimmt. Aus Prinzip nein. Aus Prinzip nein? Wir wohnen in Braunschweig. Ich wohne in Braunschweig. Ich bald nicht mehr. Muss ich eine neue Bleibe suchen. So, mein Springer von G8 kommt jetzt. Das ist eine große Stunde, sage ich euch. Ja. Was? Ich tue euch bestimmt noch viel mehr leid. Ich glaube nicht. Doch. Ich bin nämlich das wahre Opfer. Aber wisst ihr was? Man sitzt das einfach aus. Bis Melanie sich beruhigt hat. Und das passiert, wenn sie jetzt hier eine Partie gewonnen hat. Also Richard, mach nichts Falsches. Und dann habe ich auch wieder hier meine Ruhe. So. 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 Sehr gut. So. Oh, hör auf damit. Nee, also solange du vor mir sitzt. Ich muss nachdenken. B4, Springer geht weg. Wenn ich dann schlage, wird mein Springer angegriffen und dann sind beide angegriffen. Na dann. Aber wohin? Springer schlägt B5. Der A5 ist ach, gedeckt. Der ist gedeckt. Das hätte ich auch selber gemerkt. Mhm. So, was gibt's noch? Springer B8 wollte TFP sehen. Ah, und du spielst gerade gegen Thomas übrigens. Wer ist Thomas? Richard. Richard Prime ist Thomas. Aus Regensburg. Aha. Und langsam nervt mich das. Ja, jetzt siehst du mal, das ist immer so, wenn du spielst. Was dann? Dann bin ich auch immer so hinter dir, aber ich unterstütze dich liebevoll und mach nicht so einen Zank. Ich dachte eigentlich, wir sitzen immer nebeneinander. Nein, das hast du falsch gedacht. Ja, wahrscheinlich nur eingebildet. Wir können uns gerne, das wird ja alles zum Glück auf Video aufgenommen, kann ich dir zeigen, wie das ist. Wie ich immer vor dir sitze? Ja. Ja. Und schon allein, wenn ich meine Teetasse hier hin tun will, gibt es immer Gezanke. Nö, ich sag nur, die doch, muss da weg. Ja, dann schiebst du die einfach weg. Zu Recht, ja klar. Na, mach man. Das. Damit meine ich nicht den Zug, sondern spiel mal einfach. Springer schlägt B5. Ach, der hin. Warum genau wäre der nicht gegangen? Weil ich den niederschlagen kann.
Dann nimmt noch einen Springer. Ja, muss ich damit. Springer A7. Weiter habe ich nicht gerechnet. Okay. Du meinst, dann wäre Dauerschach. Dauergalerie. Dauerwiederholung gekommen. Ja, außer du verpasst die Dame. Mit Hund schlägt sie ab. Ja, ja, TDL, so machen wir das. Ich gruppiere jetzt meinen Springer um. Ja, die Boxhandschuhe, die müssen wir jetzt mal holen. Ja, dann hole ich meinen aber auch. Ja, und Mundschutz. Komplett. Und da kann ich nicht mithalten. Ich nehme Mundschutz. Nein, ich habe keinen Mundschutz. Ich habe immer ohne gemacht, weil... Weil du so tough bist. Ja, wollte ich jetzt nicht so sagen, aber ja. Wenn du den schlägst, gewinnst du da deine Figur. Schlagen, schlagen, schlagen. Geht denn irgendein böser Abzug? Ja, ja. Wie bitte? Ich habe mit Mick geredet. Was hast du mit ihm geredet? Also nicht geredet, ich habe darüber gelacht. Über mich. Was er ist. Oh. Springer E5. Wie gut, dass ein König auf H8 steht. Und doch gerade schon statt. Schlagen. Verliere ich immer auf Zeit, egal wie viele Figuren ich mehr habe. Aber diesmal habe ich zumindest ein bisschen Zeit mehr. Ach, hat das gut geklappt ohne dich? Ja, haben wir uns wieder beruhigt. Aber jetzt zeige ich dir mal, wie das immer ist. Normalerweise sitzen wir so. Das also ist wir genau sitzen nebeneinander. Du ja, aber du hast alles vor mir. Und ich habe meine ja Hand an der Maus. Oh, dass nein. Das Brett, auf dem wir spielen, hier auf deiner Seite ist. Da kann ich ja nicht hier so sitzen und da hingucken. Ich möchte... Nee, nicht ich möchte. Ich verstehe nicht, was du möchtest. Was wünschst du dir denn? Ich wünsche mir... Ja... Bessere Ratschläge. Aha, da haben wir es doch, das eigentliche Problem. Das war jetzt die Erkenntnis, oder was? Du wünschst dir also bessere Ratschläge. Ja. Verstehe. Was ist denn mit Knecht Ruprecht los? Seit wann hat er denn sein Blitzrating auf 2,7 gepusht? Aha. Wow. So. Und die möchte er nicht verlieren jetzt. Deswegen spielt er nicht. Und gleich sagt er. Wir sollen irgendwie nochmal fordern. Ja, geht doch gar nicht, oder? Wenn wir jetzt noch drin sind, dann müssen wir erst abbrechen. Ja, wieso wir? Forder du uns nochmal heraus, Knecht Ruprecht. Oder ich fordere ihn heraus. So, fordern 5 Minuten. Auf geht's. Auch ein Novum, dass wir jemanden herausfordern. Das gab's noch nie. Im Geschwätzblitz. Aber scheint auch nicht so gut zu funktionieren. Okay. Knecht Ruprecht. Wird das noch was? Spielen wir gleich noch. Was Schrecker da zurückgeklickt hat. Annehmen. Okay. Oh, jetzt haben wir Weiß. Das hat sich doch gelohnt. Und Veresov wurde sich noch gewünscht.
Der Knecht Ruprecht kennt das zwar alles, aber wir spielen das trotzdem. Haben wir noch auf groß, ja. Jetzt kann ich meine Partie analysiert. Ja, war gut. Finde ich sehr gemein von dir. So. Ich glaube, Pamina hat ein paar Verehrungen. Wollen wir mal wieder eine Partie gemeinsam spielen eigentlich, oder? Wollen wir das jetzt schon wieder wagen? Boah, ich weiß nicht. Aber ich bin ja sonst auch... Wir sind ja oh, aber wir sind ja schon bald durch für heute, fällt mir gerade auf. Vor lauter Streitigkeit ist die Zeit so verflogen. Mensch. Mein Schatz, wenn wir uns streiten, verfliegt die Zeit. Wie im Nu. Ja. Hast du schon mal so etwas Romantisches gehört? Noch nie. So, der Springer dort auf B6 hat eine Mission. Hat er. Wow. Einfach mal aus Prinzip, damit er nicht mehr lange rochieren kann. Die entgegengesetzten Rochaden werden forciert. Attacke. Nächstes? Unklar. Aber guck, wie ich dir unterstützend den Rücken frei halte. Ja. Ach so, ein Pre-Move. Kann nicht schaden. So. Was passiert sonst noch so im Chat? Es geht um Krümel und Kuchen. Cool, mit dem Ton. Wandern wir da rein oder nicht? Ja, weil wir es können, ne? Gucken. Da hast du ihm irgendwie so den Doppelball. Oh, jetzt ist A3 irgendwie mal. Ja, das dachte ich auch, wenn er den noch kommt, ja. Gibt auch keinen Trick mehr, oder? Ja, Springer E4, AB, Springer F2, aber. Na gut. Das sollte nicht reichen. Nee, da kriegen wir ja auch noch den Affen. Heute ist deine Show, also musst du die letzte Partie blindfold spielen. Na gut, aber ich spiele nur, wenn ich 10 Minuten kriege. Ach so, das können wir ja gar nicht. Wie machen wir das? Blindfold 10 Minuten. Aber nur ich 10. Na gut, von mir aus der Gegner auch. Ja, das liegt am Schach. Bei der Lernstunde müssen wir ja nicht gegeneinander. Ach, hier müssen wir eigentlich auch nicht gegeneinander. Eigentlich nicht, aber du machst das ja trotzdem immer ganz gerne. Aber eigentlich müssen wir das nicht, ist richtig, ja. Ja, so sind wir halt. Mal krabbelig.
Veresov erledigt. Oh. Ja. Na gut, ist ja auch hinüber. Ne? Ja. Ja, das war halt ein kleiner Fehler mit dem Springer hier. Nee, ich mach mal falsch hier. Ja. Na gut, ich spiele blind, aber nur wenn du mich unterstützt und zwar mit richtigen Tipps. Achso, kriege ich eine Maske? Aber ist ja da kein richtiges Blindfold, wenn ich dir Züge sage und dann sagst du immer ja. Aber wir können das probieren. Aber ich bin da nicht so gut drin wie Nico, ne? Aber das wisst ihr ja. Naja, interessante Stellung. Ja, also ich dachte, er macht vielleicht Läufer C5. Aber ich wollte mit Absicht noch nicht C3 oder A3 spielen, falls mal so ein Turmschwenk interessant werden könnte. Ne? Das hätte man sich ja damit verbaut. Aber ich glaube, es ist ungefähr ausgeglichen, die Stellung. Wenn er nimmt, kann ich mit dem Turm nehmen, springen. Sieht man mich noch, wenn ich mich so hinhocke? Ja, ich müsste nur trotzdem mit die Maus bedienen. Ach ja, jetzt geht es wieder los. Ja. Siehst du, jetzt kann ich mich nicht mal hier, jetzt muss ich mich auch noch so aufrecht hinsetzen oder was, nur damit der Herr an die Maus kommt. Nimm die doch hier rüber irgendwie. Das geht nicht. Aber ich finde das ja lustig, die Maske passt gut mit deinem kleinen, mit deiner kleinen Krone und so, wie du dich hier benimmst. Ah. Du wirst jetzt erstmal blind spielen gegen die Nummer 15. Und zwar. Aber sag mir, wer das ist. Oh, das, so kann ich nicht arbeiten. Es ist doch in deinem Interesse, dass ich die Maus... Ja, aber kannst du nicht wie heißt das, Tastatur wegnehmen und dann die Maus da irgendwie rüberbringen oder so? Ich muss mich ja aufstützen, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Ja. Okay. Okay, also du spielst gegen die Nummer 15. Obwohl Walker und Turi, die waren sehr schnell und haben 10 Minuten Challenges eingestellt. Ja, aber wir haben eigentlich auch nicht mehr so viel Zeit. Ist schon okay, 5 Minuten. 9. 15. Du spielst gegen Isolana. Wie stark ist Isolana? 2-6. Was? Nein! Doch. Oh nein! Na komm, konzentrier dich, wir machen es zusammen. Konzentrier dich! Okay, welche Farbe habe ich? Weiß hast du? Ach ja, so, ja. Dann fange ich an mit E4. Okay. E5. Läufer C4. Okay, das Läuferspiel. Springer C6. Nein, du darfst nicht labern. D3. Springer F6. Springer F3. Läufer C5. C3. Getan. A6. Läufer B3. Erledigt. Läufer A7. Springer D2, BD2. Ja. D6. H3. H6. Springer F1. Läufer E6. Läufer C2. 4 Minuten 11 hast du. G5. Was? Gut, kann ich auch G4. Okay. Springer E7. Da macht man alles nach. Springer G3. Springer G6. Okay, Springer F5. Wenn er nimmt? GF. Okay, ist geprinkt. Das bessere Zeit. Springer F4. Okay, Läufer schlägt ja 4. Ja.
Müsste Springer G7 Schach gleich geben? EF. E schlägt F4. Was will ich auf G7? Schach und den E6 nehmen. Musste. E schlägt FK. Ja. Ich wollte eigentlich damit D2 machen. Sag an. Ja, mache ich auch. Dame E2 oder D? Nee, D eigentlich. Okay. Ich hab so helle Punkte vorm Gesicht. Das ist so nervig. Das stört meine Vorstellungskraft. Oh, dein Gesicht. Na, kennst du das nicht, ja, wenn du in die Lampe geguckt hast oder so und dann tanzt das so vor deinen Augen? Ja. Du hast bessere Zeit. 3 Minuten 20. Das schaffe ich ja sonst nie. Ja. Damit D2 hast du gespielt. Ja. So, okay, mein Springer steht auf F5, er hat einen Läufer auf E6 und Läufer auf A7. Mhm. Er hat mit dem E-Bauern auf F geschlagen, der andere steht auf G5. Mhm. König so. D7. Was? Mhm. Hä, aber der Läufer steht doch noch. Ach nee, der steht auf E6, okay. Aha, okay, ich spiele lange Rochade. Ja, ausgeführt. Läufer schlägt F5. Ich schlag mit G wieder. Okay. Oder hängt irgendwann mal Nein. mein... Nee. Achso, nee. Er steht jetzt nicht. Er steht ja noch mit dem Läufer auf E. C6. Bauer C6 hat er gemacht. Aha. Okay, ich spiele Turm HE1. Macht das Sinn? Hast du gemacht. Kann man machen. Okay, ich muss irgendwie in meinem Zentrum was organisieren, habe ich das Gefühl. Aber ich, irgendwie ist es noch nicht so ganz klar. König C7. Okay, kann ich jetzt irgendwas im Zentrum machen? Kannst du erstmal dich ausbreiten. D4 oder so. Ach stimmt, der steht ja noch auf D3. Ja, das ist sehr gut. Okay, hast du gemacht. Springer D7. Er hat Springer D7 gemacht. Der kam von F6. Ja. Was denn jetzt mit D5? Ist das eine Idee? Dann greife ich den E6 an. E6 steht nichts. Ach, der hat er auf F5 genommen auch. Ja, kannst trotzdem. Du kannst D5 machen, du kannst E5 machen. Dann mache ich lieber E5. Okay, gleiche Zeit. Wenn er nimmt mit dem D-Bauern, wie willst du zurückschlagen? Bauern. Ja, mit dem Bauern. Seine Dame steht noch auf D8. D8. Der König auf C7. Er hat D5 gemacht. Oh, E6, oder? Ja. Du hast nur noch 2 Minuten 6. Deswegen unterstütze ich ein klein bisschen, aber. Wenn er schlägt, mit dem Bauern zurücknehmen oder mit dem Turm? Mit dem Turm. Nicht? Du hättest einen sehr schönen Freibauern gehabt auf E6. Hat er denn genommen oder was? Ja, das klar. Musst du mir ja sagen. Du kannst doch nicht... Ja, okay. Er hat genommen, du hast mit dem Turm wieder genommen. Du stehst immer noch Anfänger sehr gut. Im Blindschach. Du stehst sehr, sehr gut. Dame F8. Okay. Hängt jetzt mein... Nein. Türme verdoppeln? Ja, Turm D1. Erledigt. Turm D8. Springer E5 oder... Ja, aber wenn du mir die ganzen Züge vorsagst, dann weiß ich gleich die Stellung nicht mehr, weil ich mir die selber nicht erdenke. Okay, Springer was E5 ich hast gespielt du gemacht. Jetzt? Turm DE1 ist kam Turm D8. Und warte doch mal, wo kam... Was? Du hast Turm DE1 gespielt. Ja, was kam dann? Turm dann kam Turm D8 und dann hast du irgendeinen Springer E5. Von wo kam der denn? Von F3. Und du musst jetzt wieder nehmen auf E5, er hat nämlich geschlagen. Ja, dann nehme ich... Mit was hat er denn geschlagen? Mit dem Springer. Ich brauche mal einen Moment. Ich kann nicht so schnell denken. Du hast leider nicht mehr so viel. Ja, dann verliere ich halt auf Zeit. Aber okay. Es macht ja nichts, wenn du jetzt für mich spielst, während ich blind versuche, die Stellung zu rekonstruieren. Okay. Okay, mein Bauer steht auf F5. Und ich habe einen Turm auf E6 und einen auf E1. Dann nehme ich mit dem E1 Turm auf E5. Mhm.
König C8. Dame E1. Läufer B8. Jetzt hängt mein Turm. Okay, ich mach Turm, schlägt D8. Das ist Steht nicht einer auf E8? auf D8. Achso, sorry, dann mache ich Turm E2. Achso, der ist nach. Ich dachte, der wäre nach E8 gegangen. Also, okay, der steht auf D8 und die Dame, wo auf steht. F8. Die steht auf Du bist am F8. Zug, er hat H5 gemacht. Okay, kann ich jetzt sinnvoll Turm E7 spielen? Nicht so Könntest sinnvoll. F6 Läufer F5 versuchen, aber wenn das nicht so kommt. Kannst auch Turm E7. Du bist dran. Was habe ich denn sonst noch für 20 Figuren? Sekunden. Oh ja. Okay, dann mache ich Turm E7. Läufer D6. Okay, Turm E6. G4. Schade, schade, schade. Ja, ist vorbei. Okay. Deine Zeit ist um. Schade, du hattest eine sehr, sehr geile Stellung. Ja, zeig mal. Und du hattest eine echt gute Stellung. An mehreren Punkten hättest du, glaube ich. Also zuletzt fand ich eigentlich nach Dame E1 deine Stellung ziemlich gut. Achso, ich hätte hier mit dem Bauern genommen. Dann hast du hier zwei laufende Bauern. Die machen ihn, glaube ich, schön fertig, ne? Na gut, aber auch so nach Dame E1. Ich glaube, der wäre hier stark gewesen. Du opferst jetzt einfach die Qualität und er hat ja Riesenprobleme mit seinem König. Du machst im nächsten Läufer F5. Er kommt ja überhaupt nicht weg. Läufer F5, Turm E7. Geplatzt. Ja, Eigentlich nee, egal, was er zeig mal macht, ne? zwischendurch, als du für mich gezogen hast, das war irgendwie ungünstig, weil dann habe ich völlig den Faden verloren. Und hier hattest du, ich habe ein Haar von dir in der Hand. Hier hattest du noch im Kopf, ne? Ja, genau. D4, E5, So, und so. ab hier hast du dann irgendwie. Na, hier habe ich dir E6 vorgeschlagen. Ja, und dann irgendwie Und dann hast Springer du gezogen. nee, Springer E5 kam noch Ach so, ja, weiter. genau. Ja, ich dachte auch, wenn du hier mit dem Bauern nimmst, der ist natürlich schon schön. Ne? Aber okay, auch so mit Turm E6. Dann kam Dame F8, Turm E1 und E8. Ja, und hier Springer E5, ne? Ja, also die Öffnung hast du echt gut Ja. gespielt. Ja, 5 Minuten ist für mich ein bisschen wenig für einen Blind. Dabei, du hattest lange Zeit mehr Zeit, das war echt Ja, gut. aber das bringt ja nichts. Der Anfang ist ja nicht schwer im Blind. Das wird ja erst schwer später. Das stimmt. Naja, aber Ja. dafür hast du ihn ganz schön fertig gemacht. Ja, das war's dann auch schon. Ach ja, Leute. Es war nett mit euch. Mit dir nicht, Mit mir nicht, nein, aber das habe mit ich auch nicht euch gesagt. schon. Dann wünschen wir euch eine wunderschöne Woche und noch einen entspannten Sonntagabend. Und wir sehen uns bald wieder. Morgen oder später. Am nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss.